Deshalb ist Animal Crossing New Horizon gar nicht mal so gut. Wie Millionen andere habe ich mich zum Release und zum groben Start der Quarantäne auf meine eigene Insel verzogen. Und in die Hölle. Aber das ist ein anderes Thema. Und New Horizon war zunächst ein Geschenk. Zuckersüßer Eskapismus. Mittlerweile ist das Spiel aber leider Alltag geworden. Es gibt nichts mehr zu tun. Klar könnte ich meine Insel umbauen oder endlich mal mein Haus einrichten. Habe ich aber keinen Bock drauf. Aktuell habe ich mit Glück mal einen neuen Song im Briefkasten. Nur am Rande KK Metal und KK House for the Win. Ich habe eigentlich mittlerweile alle saisonalen Fische und Insekten und die letzten drei Fossile, die mir noch fehlen, finde ich halt auch irgendwann. Das höchste der Gefühle ist aktuell die Spannung, ob Rainer mich über den Tisch zieht oder nicht. Und jetzt kommt mir nicht mit Geiz oder Datum manipulieren. Das Spiel braucht einfach mehr Events. Vor allem welche, die man nicht nach 10 Minuten abgehakt hat. Ich hoffe, da kommt bald was von Nintendo, ansonsten verabschiedet sich Momo Island leider immer weiter in die Belanglosigkeit.